Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielevergleich von Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch und Mario Kart 8 auf der Wii. Bei der Switch hat man die Welten schon freigeschaltet und braucht die zu holen. Und bei der Wii U muss man die Welten freischalten und das ist nicht so gut. Wir blenden jetzt jeweils die Szene von der Wii ein. Und danach auch jeweils die gleiche Szene von der Switch und es wird auch immer angezeigt. Bei der Wii gibt es nur ein Item und bei der Switch, wie man gleich sehen wird, gibt es zwei. Die Switch-Controller sind kleiner, so wie der Bildschirm. Deswegen ist er sehr handlich und gut zum Mitnehmen. Bei der Wii U ist das unpraktisch, weil sie größer ist und die kann man nicht gut mitnehmen. Bei der Wii wird man erst später, wenn man von der Bahn fährt, hochgezogen als bei der Switch. So können bei der Wii größere Abstände entstehen als bei der Switch. Bei der Switch ist das Lenken einfacher und die Switch reagiert auch schneller als die Wii U. Bei der Wii ist es unfairer im Mehrspielermodus von der Itemsaufteilung und bei der Switch ist es fairer mit der Itemsaufteilung und was bei der Wii noch unfairer ist, also einer spielt auf dem Gamepad und die anderen haben diesen Stick, diesen Control Stick nur. Bei der Wii U muss man die Charaktere nach und nach freischalten und bei der Switch ist das direkt so, dass die halt da sind und man sich die dann aussuchen kann. Jetzt kommt mal etwas Technisches. Die Switch hat 60 Fotos pro Sekunde und die Wii hingegen nur 30 Fotos pro Sekunde. Und die Switch hat in Full HD mit 1080 Pixeln und die Wii filmt nur in HD mit 720 Pixeln. Aber man sieht keinen großen Unterschied zwischen den Aufnahmetechniken. Bei der Switch ist das so, dass man, wenn man im Wasser fährt, dass man schneller ist, weil die Strömung eingebaut ist. Und bei der Wii U ist das nicht so, weil die Strömung da nicht eingebaut ist. Und das Erscheinungsjahr von Mario Kart 8 Deluxe war in diesem Jahr im April. Das Erscheinungsjahr von Mario Kart 8 für die Wii U war 2011. Ich bin für die Switch, da sie besser zu mitnehmen ist und einfacher zu lenken ist. Meine Meinung ist, ich finde die Wii persönlich besser, da ich jetzt nicht so der Fan bin, mit Elektrokonsolen mitzunehmen. Und ich finde auch, die Spiele sind relativ gleich für mich und deshalb finde ich die Wii auch irgendwie besser und sie ist auch etwas billiger. Also ich finde, dass die Switch besser ist, weil die handlicher ist, die kann man sehr gut mitnehmen und halt, die kann man auch besser lenken und man kann auch mit mehreren spielen. Mehrere sind für die Switch, also die Mehrheit ist für die Switch. Nur es gibt noch einen Nachteil, die Switch ist etwas schwerer mit dem Fernseher zu verbinden, wenn man auf dem Fernseher spielen will oder auf dem Computer als die Wii. Das war unser Video und wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und tschüss.